Herzlich willkommen zur vierten Snowshow aus der Saison 2022-2023. Ich bin die Lena und ich führe euch heute durch die Snowshow. Wie ihr seht, bin ich gerade in Kitzbühel und von da berichte ich natürlich auch. Allerdings bleibe ich nicht hier stehen, sondern ich gehe jetzt in die Fleckalmbahn und wir sehen uns aus der Gondel wieder. Ich bin inzwischen in der brandneuen Gondelbahn angekommen und bin jetzt auf dem Weg nach oben an den Hahnenkamm. Und das ist irgendwie auch schon das Stichwort, denn Kitzbühel ist ja auch berühmt für das Hahnenkammrennen, das jedes Jahr an der Streif ausgetragen wird und eigentlich das berühmteste Skirennen der Welt ist. Und Kitzbühel steht ja auch irgendwie sehr viel für Glamour, für Shampoos, für Promis, für die Hausbergkante unter anderem auch und eben auch für dieses Skirennen. Aber Kitzbühel ist weit mehr als nur das. Es wird viel Wert darauf gelegt, dass alles aus einem Guss ist und alles sehr einen eigenen Charakter hat und man sofort weiß, wenn man in Kitzbühel ist, ja, ich bin in Kitzbühel. So wird alles mit dem schönen Logo versehrt, das ist alles in Rot und Schwarz gehalten und es gibt einen sehr, sehr angenehmen und sehr, sehr schönes Gefühl, hier zu sein. Stars und Sternchen geben sich jedes Jahr in Kitzbühel das Stell dich ein. So rockt Gabalier zum Beispiel jedes Jahr das Tennisstadion. Und Hansi Hinterseher kommt tatsächlich direkt von einem Ort vor dem Hausberg des Skigebiets. Trotzdem ist Kitzbühel absolut bodenständig und sehr, sehr menschennah. Und es ist auch einfach ein riesen Skigebiet. Man kommt quasi gar nicht drum rum. Es reicht von Kirchberg bis Mittersill und überschreitet dabei sogar eine Bundeslandgrenze, ist nämlich ein Teil in Tirol und der andere Teil im Salzburger Land. Kitzbühel schafft es irgendwie auch immer wieder mit besonderen Ereignissen und besonderen Momenten in Erinnerung und in den Köpfen der Menschen zu bleiben. Denn zum Beispiel das Schneedepot, das hier ist, das ist absolut berühmt und dafür schafft es auch Kitzbühel immer mal wieder in die Medien und auch mit vielen anderen kleinen Sachen, einfach damit man es nicht vergisst. Und ich will jetzt gar nicht weiter reden, ich will auf die Piste und ihr bestimmt auch. Wir starten jetzt in dieses riesige Skigebiet, wo man definitiv nicht an einem Tag durchkommt. Glaubt mir, ich hab's versucht. Viel, viel Spaß bei schönem Wetter und bei Skifahren. Ich bin in den kommenden Tagen hier in Kitzbühel oder besser gesagt bei Kitzski. Ich stehe gerade vor der Fleckalmbahn, die auch schon direkt hoch ins Skigebiet führt. Angeblich das beste Skigebiet der Welt. Das werde ich natürlich für euch und mit euch überprüfen, denn es ist ein unglaublich großes Skigebiet, wie ihr auch auf dem Pistenplan sehen könnt. Ich mache mich jetzt fertig und dann schauen wir uns zusammen die Pisten an. Es ist wunderschön, es ist sehr, sehr weitläufig und es macht unglaublich viel Spaß. Unterschiedlich würde ich sagen. Also auf den Pisten merkt man es vielleicht gar nicht so die Exklusivität, vielleicht wenn man auf die Klamotten achtet, was ich persönlich nicht so arg gemacht habe. Von daher kann ich es nicht sagen. Wo ich finde, dass man merkt, dass es ein anspruchsvolles Skigebiet ist, dass man merkt, dass gerade im oberen Bereich des Skigebiets eigentlich fast nur gute, sehr gute Skifahrer unterwegs sind.
Ja, durchaus. Also ich fand es sehr anspruchsvoll, wobei da jetzt, glaube ich, gerade viele Effekte für mich zusammenkamen, dass ich sehr lange nicht Skifahren war, dass ich allgemein im Moment relativ wenig Zeit für Sport habe, dass ich neue Skischuhe bekommen habe und dass wir wirklich den ganzen Tag gefahren sind in einem relativ anspruchsvollen Skigebiet mit sehr langen Abfahrten und wir sind wirklich Vollgas gefahren, das muss man auch sagen. Normalerweise fahren wir doch ab und zu ein bisschen langsamer mit dem Drehen zwischendurch, aber wir sind wirklich Vollgas durchgefahren. Und da hat mein Oberschenkel an gewissen Stellen gerade gegen Ende durchaus Hallo gesagt. Und es war nicht nur der Oberschenkel, meine ganzen Beine sind im Ruhemodus jetzt. Unfassbar groß. Also es ist wirklich in ein, zwei, drei Skitagen, glaube ich, nicht komplett durchzufahren. Also selbst wenn man da steht, wenn der Lift öffnet und geht, wenn der Lift schließt, ohne Mittagspause knallhart durchfährt, kann man es vielleicht in drei Tagen schaffen, aber an einem Tag gar keine Chance. Es ist wirklich sehr groß, sehr weitläufig und sehr abwechslungsreich. Schon fast. Das ist eigentlich interessant, weil man sieht die Bahn so von der Ferne, wenn man mit den Skiern hinfährt. Und in der Regel geht die Bergbahn nach oben. Und die geht tatsächlich erstmal nach unten, weil man natürlich erstmal runter muss, um dann übers Tal wieder auf der anderen Seite hochzukommen. Und ja, ist eine relativ große Bahn und man ist dann in einem großen anderen Teil vom Skigebiet, was wirklich super ist. Und es ist auch schön, mal mit so einer schönen großen Bahn zu fahren. Also an den Tagen, wo ich bis jetzt Skifahren war, das war jetzt zugesagt ein Sonntag und ein Montag, also vielleicht nicht unbedingt die Hauptskitage, aber da war es eigentlich super entspannt. Erstaunlicherweise der Sonntag sogar fast entspannter als der Montag, was vielleicht auch so ein bisschen an Skikursen und an Schullandheimen gelegen haben mag und auch an sehr vielen holländischen Touristen und Touristen, die, weiß ich nicht, wo noch alles herkommen könnten, die einfach eine ganze Woche hier Skifahren. Aber ich bin, glaube ich, nicht einmal länger als eine Minute angestanden. Also es ist, auch wenn mal ein paar Leute da sind, bei weitem nicht voll. Ich glaube, so summa summarum fand ich es insbesondere Jochberg sehr schön, weil da unter anderem auch sehr wenig Leute unterwegs waren und ich glaube, da durchaus ein oder andere Piste dabei war, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Teilweise zumindest. Also ich bin nicht den ganzen Original-Rennhang runtergefahren, aber durchaus Teile der Streif. Und es war interessant, sich das Ganze mal anzuschauen, wie steile Teile da dazwischen sind und welche Teile vielleicht dann doch wieder ein bisschen entspannter sind und einfach mal zu sehen, wie so ein richtiger Weltcup-Hang aussieht. Also zu kennen ist, glaube ich, schon fast ein bisschen zu viel gesagt. Also man kann viel sehen von dem Skigebiet in drei Tagen. Ich glaube, es reicht, um sich einen groben Eindruck zu verschaffen. Es reicht bei weitem nicht, um jede Piste gesehen zu haben. Und vor allem reicht es nicht, um ein gutes Orientierungsvermögen ohne einen Pistenplan zu haben. Und ich finde, man kennt ein Skigebiet, wenn man weiß, wo man ist im Kopf, wenn man weiß, welche Piste wie aussieht. Und ich glaube, da muss man schon viele Tage oder viele Wochen in Kitzbühel verbracht haben, um da wirklich
einen richtigen Plan im Kopf zu haben und zu wissen, okay, wo bin ich gerade, welche Piste ist was, wie sieht das aus, weil es einfach so unterschiedlich und so abwechslungsreich und einfach so groß ist. Ich finde es natürlich gut, wenn man auch einfach Bilder sieht aus dem Skigebiet oder allgemein, man weiß, wo man ist. Man hat überall dieses kleine Gämschen-Logo drauf und überall Kids-Ski stehen. Von daher, man merkt einfach, man ist in Kitzbühel und es ist irgendwie auch eine Marke, wenn man die dann später irgendwo liest. Ich meine, natürlich habe ich sie auch davor schon ab und zu mal gelesen und da hatte ich das nicht so auf dem Schirm, aber ich denke mir, heute, wenn ich jetzt irgendwo Kids-Ski lesen werde oder diese kleine Gams sehen werde, würde man es immer mit Skifahren in Kitzbühel verbinden. Ich glaube, das haben sie ganz gut gemacht, dass das irgendwie im Kopf hängen bleibt und man durchaus auch, wenn man dann Bilder später vielleicht mal sieht, wo man sieht, okay, da ist eine Gondelbahn drauf oder eine Sesselbahn, ja, das gehört nach Kitzbühel, weil es einfach einen Wiedererkennungswert hat. Ja, irgendwie schon ein bisschen. Also das Skigebiet hat mich positiv überrascht. Ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet. Also ich hätte bei weitem nicht mit so einem großen Skigebiet gerechnet. Und vor allem irgendwie nicht mit so langen, abwechslungsreichen Abfahrten. Ich hätte mit mehr Glamour und mehr Exklusivität und mehr, ja, exklusiven Leuten gerechnet. Und ich wurde eigentlich eher positiv überrascht, dass genau das gar nicht so stark ist, sondern dass es eigentlich ein sehr nahes Skigebiet ist, ein sehr menschliches Skigebiet, das auch den einfachen Touristen absolut abholt. Willkommen zurück bei mir in der Gondelbahn. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß auf den Pisten und eine schöne Zeit im Schnee. Und hier geht's jetzt weiter mit einem Interview, denn Christian Flür trifft auf seinen Namensvetter Christian Wörrister, dem Vorstand von Kids Ski. Er wird euch ein bisschen was über das Skigebiet und über das Konzept des Skigebiets erzählen und euch vielleicht ein bisschen näher an diese Marke und an diesen schönen Ort bringen. Er möchte auf jeden Fall auch auf die Themen Nachhaltigkeit eingehen. Also was macht Kitzbühel denn an Nachhaltigkeit und wie versuchen sie den ökologischen Fußabdruck des Skigebiets zu minimieren? Und was vor allem auch deutlich wird, wie schafft ihr es, in dem doch eigentlich, wo man meint, eher teurem Skigebiet sogar gratis Ski fahren zu können? Denn das ist hier tatsächlich möglich. Also viel Spaß beim Interview und hört gut zu. Herzlich willkommen bei Menschen im Schnee zum Interview Christian und Christian. Neben mir sitzt der Christian von Kids Ski, einer der Vorstände, der für Marketing und solche Sachen zuständig ist. Christian, wir haben einen Winter gehabt, der uns nicht sehr viel Naturschnee gebracht hat. Wie kompliziert war die Situation bei Kids Ski? Im Herbst und in der Saisonplanung sehr, sehr herausfordernd. Das war das Thema Energie, Verfügbarkeit von Energie, Preis für Strom. Und dann, wie wir das alles so großteils austariert haben, ist natürlich dann noch um Weihnachten eine Warmwetterperiode gekommen, dass ein Großteil des Schnees, den wir vorher bereits erzeugt haben, wieder mit der Sonne weggeschmolzen ist. Also in Summe war es schon sehr, sehr herausfordernd, die Planung. Aber, und das war das Positive, es hat sich dann äußerst positiv entwickelt. Wir haben tolle Weihnachtsfeiertage gehabt. Wir konnten eigentlich den Großteil unseres Skigebietes anbieten, was unsere Gäste sehr, sehr wohlwollend in Anspruch genommen haben. Und die letzten Wochen im Februar waren sowieso sensationell. Zwischendrin war das alljährliche Hahnenkammrennen. War das auch eine besondere Herausforderung dieses Jahr vielleicht? Ja, insofern, dass zwei Jahre Corona waren und keine Besucher. Heuer wieder 85.000. Das war natürlich für uns eine große Freude, dass das wieder so gut angenommen wurde. Und es war natürlich auch sportlich eine großartige Leistung, die von jedem der Skifahrer da gebracht wird. Und denen gebührt eigentlich der größte Respekt und die größte Anerkennung. Aber es war auch für uns eine große Herausforderung, weil alles, was wir
im Dezember bereits einen technischen Schnee produzieren konnten, war im Wesentlichen die Grundlage für die Rennen heuer, weil die Warmwetterperiode zu Weihnachten und Anfang Jänner, die hat schon einiges davon schmelzen lassen. Und so war die Schneedecke, die wir vorher produziert haben, ganz, ganz wichtig, damit auch die Rennen stattfinden können. Du hast vorhin was von Energiekrise geredet gehabt. Also wenn ich so hier rausgucke an der Herrenkammbahn, die läuft auch jetzt Mitte März. Ihr müsst nicht nach der Arbeit unten in den Keller zum Treten auf das Trimrad, damit die Energie erzeugt wird, oder? Würde uns oder mir persönlich sicher gut tun, körperlich ein bisschen mehr Bewegung machen, aber wir müssen es nicht. Nein, wir haben die glückliche Situation, dass wir genug Strom haben, dass auch der Preis sich wieder eingependelt hat und dass wir summa summarum hier wirklich ein tolles Angebot haben, von der Resterhöhe im Süden bis hier zum Hahnenkamm, zu unserem Kernskigebiet hier in Kitzbühel. Kitzski ist ja sehr weitläufig, zwei Bundesländer, Salzburg und Tirol, drei Tourismusregionen, sieben Gemeinden, und diese Weitläufigkeit unseres Skigebietes, die suchen und genießen auch unsere Gäste. Skifahren an sich ist nicht besonders energieintensiv, aber die An- und Abreise ist sehr energieintensiv. Ihr versucht aber euren ökologischen Fußabdruck jedes Jahr deutlich zu reduzieren. Nenn mir mal 3, 4 Beispiele, wo ihr das schon praktisch umgesetzt habt, und gucken wir auch mal nach vorne, was wollt ihr tun in der Zukunft? Sehr gerne, es ist ein wichtiges Thema für uns. Wir wollen eigentlich Nachhaltigkeit wie einen grünen Faden im gesamten Unternehmen durchziehen. Das beginnt in den Betrieben, im Büro, setzt sich fort über die Kassen bis hin natürlich dann zu den Anlagen zur Beschneiung im Skigebiet. Wir haben 150 Maßnahmen definiert heuer, wo wir Energie einsparen. Das sind natürlich Kleinigkeiten im Büroalltag, setzen sich aber dann fort in die touristische Angebotsentwicklung. Wir wissen ja, der ökologische Fußabdruck bei der An- und Abreise ist am größten. Deshalb hier Kooperation mit dem Kitschi-Express aus München, mit Bussen, mit Zügen, vor allem auch mit dem Schnee-Express oder mit der ÖBB in Österreich, mit der Bahn zum Skifahren. Das ist schon ein Teil, der schon im zweistelligen Bereich mittlerweile sich angesiedelt hat. Und dann geht es natürlich in den Alltag des Skigebietes. Wir haben heuer keine Sitzheizungen aktiviert. Das ist bei dem ein oder anderen Gast nicht so gut angekommen. Es war natürlich ein sichtbares Kennzeichen, dass Energieeinsparen auch das eine oder andere Mal ein bisschen schmerzhaft sein kann. Aber das haben wir ganz bewusst gemacht. Wir haben die Fahrgeschwindigkeiten bei den Anlagen angepasst an die Kundenströme. Das heißt, wenn weniger los ist, langsamer fahren. Auch da kann man Energie einsparen. Und wir haben zum Saisonstart auch ganz bewusst unsere Kunden, unsere Tageszeiten ein bisschen verkürzt, um eine halbe Stunde, was wir jetzt schon wieder auflösen können. Jetzt im Frühjahrsskilauf ist es ja ganz angenehm, wenn man hinten hinaus am Tag noch Skifahren kann und in der Sonne sitzen kann. Das ist alles dem geschuldet, weil wir genug Energie haben und auch der Preis wieder passt. Also summa summarum sehr, sehr viele Maßnahmen, kleine bis große, die einiges bewegen, die einiges ausgelöst haben, auch bei uns in den Köpfen im Unternehmen. Und das natürlich auch eine Grundlage ist für die Zukunft. Dieser Gedanke, diese Einsparung wird uns ja auch in den nächsten Jahren begleiten. Ist ja auch nebenbei ökonomisch ganz gut, weil alles, was spart, verbessert ein wenig das Betriebsergebnis. So ist es. Diese Maßnahmen haben uns schon auch intensiv nachdenken lassen über unser gesamtes Unternehmen. Und teilweise sind es Einsparungen, die wir bisher gar nicht so am Radar hatten, die jetzt aber auch unser Ergebnis dadurch verbessern. Das ist richtig. Kitzski hat ein ganz besonderes Angebot für Anfänger. Es kostet nichts. Ganz einfach. Wieso macht ihr das? Kitzbühel ist ja oft genannt die legendärste Sportstadt der Alpen. Und diesem Slogan geschuldet wollen wir Einheimische und Gäste gleichermaßen zum Skifahren bringen, zum Skifahren animieren. Und alle unsere 7 Tallifte sind deshalb auch gratis nutzbar, eigentlich den ganzen Winter über, weil wir einfach die Leute für den Skisport begeistern wollen. Vor allem die Familien, die Kinder, die Jugendlichen, die sollen einfach von klein auf günstig und leicht Skifahren lernen. Da wollen wir möglichst wenig Barrieren aufbauen. Es gibt auch die Möglichkeit, hier bei den Sportgeschäften das sehr, sehr günstig, wenn nicht sogar gratis, auszuleihen, das Winterskimaterial, weil man ja jedes Jahr als Kind wieder hinauswächst aus den Skischuhen oder aus den Skien. Und da begeistern wir uns alle dafür, dass wir Jugendliche, Kinder und Familien zum Skifahren bringen und beim Skifahren halten. Die jetzige Saison geht noch bis wann? Geht noch ursprünglich bis Ostermontag, 10. April. Wir haben jetzt sogar noch eine Woche verlängert, weil wir sehen, wir werden mit dem Schnee auskommen und wir auch eine gewisse Nachfrage verspüren nach Sonnenskilauf im Frühjahr, und dem werden wir auch gerecht werden mit einem kleineren Angebot im
Skizirkus am Hahnenkamm. So, und dann weiß ich von deiner Marketingchefin, dass ihr eigentlich schon mitten in der Sommerplanung seid. Also dein Hemd macht ja ein bisschen Lust auf Hawaii. Das ist ja unser Thema im Marketing. Wir arbeiten ja immer antizyklisch. Wir beschäftigen uns im Winter schon mit dem Sommer und im Sommer schon für den Winter. Wir haben sehr viele Dinge vor für den Sommer, große Veranstaltungen und große Infrastrukturprojekte. Wir wollen einfach im Thema Bike noch besser werden, auch diesem Thema Sport und Kitzbühel noch mehr Rechnung tragen und planen da Trails, Bike-Trails am Hahnenkamm, werden zwei Lifte sogar weiterentwickeln und umrüsten auf Sommernutzung, dass man auch die Bikes transportieren kann. Also da haben wir einiges vor. Und dann, wenn ich dann jetzt noch ein bisschen weiter gucke, es gibt auch wieder neue Liftanlagen im kommenden Jahr. Ich glaube, der allerletzte Schlepplift, den es im Skigebiet gibt, den sollte man, wenn man den nochmal fahren will, jetzt nutzen, weil im nächsten Jahr gibt es den nicht mehr. Den sollte man jetzt bis 10. April nutzen. Ja, das ist unser letzter Schlepplift am Berg, den wir heuer austauschen werden. Es ist eine ganz wichtige Verbindung zwischen Resterhöhe, Jochberg und dann Hahnenkamm. Das ist eigentlich so dass die Achillesferse unseres Skigebietes. Da haben wir noch einen Dreiersessellift, bei dem die Konzession 25 auslaufen wird. Mhm. Das ist der Drattenbachlift und der Gauks-Schlepplift, den werden wir dann auch gleich mitnehmen. Und da bauen wir zwei neue Sechsersesselbahnen von der Firma Leitner mit dem Kitzbühel gewohnten Komfort, mit der Modernität, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir werden Photovoltaikanlagen bei den Stationen errichten. Wir haben intelligente Sitzheizung, das heißt, die Sitzheizung wird eingeschaltet, wenn es kalt ist und wenn wer drauf sitzt. Also wirklich ein nachhaltiges Projekt, was aber für die Zukunft von Kitzbühel sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass die auch wieder in diesem Kitzbühel-eigenen Design sind, weil das habe ich hier beim Presseskitag gelernt gehabt, dass alles ja möglichst aus einem Guss sein soll. So ist unsere Silvia, unsere Marketingleiterin, immer ganz intensiv dahinter. Und wenn man schaut, die letzten 10 Jahre, die schauen ja alle top aus, die Anlagen, mit dem rot-schwarzen Design, mit der Kitzbühler Kitschi-Gams drauf am Sitz. Also genauso wird es wieder sein, wie wir die Anlagen seit den letzten Jahren kennen. Und da wollen wir natürlich der Qualität keinen Abbruch tun, sondern nur einen Schritt draufsetzen und mit dem Thema Nachhaltigkeit noch eine Spur besser werden. Letzte Frage, Christian. Du kannst eigentlich immer Skifahren gehen. Wie häufig tust du es selbst? Zu wenig, aber ich könnte eigentlich jeden Tag gehen, wenn es sich ausgeht, aber es geht sich leider auch nicht immer aus. Ich bin am Wochenende immer in Kitschi unterwegs, war gestern auf der Resterhöhe, wo 3 tolle Veranstaltungen waren. Der Kitz, der 1860 München und die Münchner Stadtmeisterschaften ausgetragen, die Mittersiller Stadtmeister waren am Berg und der Kitzbüheler Skiclub hat eine Sam-Session gemacht. Mhm. Das war was für uns beide im Hangel Snowpark. Jumpen, ja, genau. Und gute Drehungen in der Luft machen. Es war auch sehr, sehr gut angekommen. Christian, danke schön. Ich wünsche dir noch eine restliche gute Saison und vor allen Dingen dann schon mal viel Spaß beim Bauen. Danke dir. Danke für den Besuch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und habt viele neue Infos aus dem Interview herausziehen können, denn ich fand es damals, als ich zugehört habe, sehr, sehr informativ und absolut herzlich. Bei mir geht es nun weiter mit dem Hotel im Fokus und das wird heute das Hotel Keindl in Niederaudorf sein, denn es erfährt einen großen Um- und Anbau. Es gibt viele neue Zimmer, das Ganze bekommt ein etwas anderes Gesicht und deswegen möchte ich euch eines der Zimmer jetzt vorstellen. Herzlich willkommen im Hotel Keindl und zu einer neuen Folge der Zimmerführungen. Wie ihr schon seht, sieht es diesmal ein bisschen nobler aus. Ich bin nämlich im Suitenbereich untergebracht und wie meine schicke Suite aussieht, möchte ich euch gerne zeigen. Kommt doch mal mit. Fangen wir doch einmal an mit dem Badezimmer. Das ist gleich neben dem Eingang. Mit schicker Glastür. Und im Verhältnis zu den anderen Zimmern auch wirklich riesig. Hier sogar die Dusche ist begehbar. Ich habe sie schon getestet, sie ist top, wirklich traumhaft. Musik.
Hier auch wieder mit großen Spiegeln, Schminkspiegeln, Handtücher, alles was man braucht. Hier seht ihr quasi meinen Schlafbereich, mein schönes großes Bett. Hier gibt es zwei Sitzmöglichkeiten mit einem großen Fenster und Blick auf die Dorfkirche. Hier wurden schon Bademäntel und Handtücher für den Saunabereich für mich bereitgelegt. Und hier seht ihr auch, vom Bett aus hat man einen super Blick auf den schönen großen Fernseher mit Sky. Hier ist wieder ein großer Schrank. Meine Sachen sind hier drin untergebracht. Es ist wieder Platz für mehr als genug Klamotten. Und hier ist quasi ein eigener Wohnbereich mit kleiner Sitzecke. Und hier ist quasi eine kleine Kaffeebar mit Kaffeemaschine. Getränke sind bereitgestellt. Alles, was man zum Kaffee machen braucht. Das ist ja auch nicht wirklich selbstverständlich, dass man sowas kriegt. Und hier geht es dann schon raus auf den Balkon. Verhältnismäßig sehr groß. Ganz oben super Ausblick. Dort sieht man den Wilden Kaiser, daneben den Zahmen Kaiser. Und rechts von uns ist das Hocheck. So, und ich mache es mir jetzt erstmal auf dem Balkon bequem. Falls ihr euch fragt, was das Hotel Kaindl mit dem Skigebiet Kitzbühel gemeinsam hat, ihr könnt vom Hotel Kaindl aus direkt in den Kids Ski Express einsteigen und dann mit dem Bus hierher ins Skigebiet fahren. Denn der Kids Ski Express ist, wie der Name schon sagt, ein Skibus. Er startet in Rosenheim und hat dann mehrere Stationen und endet hier im Skigebiet. Er ist zum einen recht günstig, zum anderen könnt ihr euch einfach reinsetzen, zurücklehnen und völlig ohne Stau und ohne Parkplatzsuchstress zum Skifahren starten. Außerdem hat es nicht nur einen bequemen, sondern durchaus auch einen umweltfreundlichen Charakter. Denn viele von euch wissen bestimmt, dass den größten Skiabdruck, den wir hinterlassen beim Skifahren, gar nicht das Skifahren selbst ist, sondern die Anfahrt. Von daher steigt einfach in den Skibus ein, fahrt entspannt zum Skifahren und macht etwas Gutes für die Umwelt. Ihr seid ja jetzt mit dem Skibus hier im Skigebiet angelangt und ich möchte euch jetzt natürlich auch empfehlen, wo ihr in diesem riesigen Skigebiet unbedingt hin müsst. Von daher startet Richtung Jochberg an den Bärenbadkogel. Da gibt es eine wundervolle, sehr lange und traumhaft schöne Abfahrt, aber schaut selbst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lenas Lieblingspiste, dieses Mal aus dem Skigebiet in Kitzbühel. Und zwar ist es die Piste am Bärenbadkogel. Und man kommt zu der Piste tatsächlich über zwei Lifte, den Bärenbadkogel 1 und 2. Unten beginnt das Ganze auf 1269 Meter und wenn man dann mit dem zweiten Lift hochgefahren ist, ist man auf 1870 Meter. Die Piste ist insgesamt in etwa 6 Kilometer lang und man ist durchaus eine ganz schön lange Zeit unterwegs. Die Piste selbst ist super abwechslungsreich. Man startet oben in einem eher etwas steileren Bereich, hat zwischendrin ein paar etwas entspanntere Ziehwege und nach unten hin wird es dann schon relativ knackig, also es ist wirklich ziemlich steil zum Schluss raus. Die ganze Piste ist rot eingestuft, aber ich würde eigentlich persönlich fast sagen, dass man von blau bis schwarz alles so ein bisschen erleben kann. Und von daher ist es meine Lieblingspiste, es macht einfach Spaß hier runterzufahren und jetzt seht selbst.
Falls euch beim Skifahren auch schon mal so die Oberschenkel gebrannt haben wie mir gestern und ihr euch dann gefragt habt, wie das eigentlich die Profis machen, die nahezu täglich auf Ski stehen und die schwersten Pisten runterfahren müssen und das Ganze doch irgendwie wahrscheinlich zumindest halbwegs schmerzfrei durchstehen müssen, gibt's dazu jetzt einen Kinofilm. Stamms der Film heißt er und dabei geht's um das Skigymnasium hier in Österreich. Dort werden Skiprofis gebildet, mehr oder weniger, zumindest ausgebildet, und es kommen auch einige Profis tatsächlich von diesem Gymnasium. Allerdings werden nicht nur Karrieren erschaffen, sondern auch viele Karrieren zerstört. Das vergisst man manchmal, glaube ich, ein bisschen, dass wo gute Seiten sind, auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Schattenseiten sind. Es fließen Tränen, die Profis müssen sicherlich durch noch ganz andere Schmerzen durch als wir, wenn wir mal hier ein, zwei Tage Skifahren waren. Und wie das Ganze aussieht, wie das Ganze hinter den Kulissen abläuft, wie ein Skiprofi wirklich ein Skiprofi wird, könnt ihr jetzt zum einen hier im Trailer sehen und dann auch im Kino. Falls ihr euch dafür interessiert, Stamms der Film, schaut's euch an und begleitet die Profis auf ihrem Lebensweg. Jeder kommt hier als junger Athlet, als junge Athletin herein und hat ganz klare Vorstellungen. Sie wollen nämlich alle Olympiasieger, Weltmeister, zumindest im Weltcup erfolgreich realisieren. Wir begleiten dabei. Wir können nichts versprechen, aber eines braucht es unbedingt. Und zwar einen eisernen Willen. Es müsst jetzt anfangen, Rennfahren. Es müsst eine Gaudi haben am Rennfahren und es müsst beim Rennen einfach brachial eintreten. Wirklich den Vorausfahrer. Eine Sekunde. Nein. Das Problem ist einfach, dass halt andere Nationen, die schlafen halt nicht. Wenn im Glas nichts mehr drin ist, ist nichts mehr drin. Und lass jetzt mal alles los. Vielleicht musst du nach dem Skifahren gerne mehr schaffen. Vielleicht habe ich 20 Kugeln nach dem Stehen. Und vielleicht habe ich keinen Sieger. Und nach dem bisschen Kino-Feeling, für das ihr vermutlich keine Zeit hattet, euch Popcorn zu holen, geht's jetzt in die Küche. Es gibt was zu essen. Wir sind wieder im Hotel Kaindl. Lasst euch überraschen. Grüßt euch, Servus in der Kaindl-Küche. Es wird mal wieder Zeit, wir kochen mal wieder für euch. Heute machen wir einen Spargel mit der Sauce Hollandaise und ein paar Drillinge. Was brauchen wir? Wir brauchen ein bisschen Butter für die Hollandaise, einen frischen Spargel aus Bayern natürlich, aus Schrobenhausen oder Abenstein, die sind wirklich super. Wir haben ein paar Eier für die Hollandaise, ein bisschen Wein, ein bisschen Kräuter, ein bisschen gutes Salz habe ich da. Und das war's eigentlich schon fast und dann fangen wir gleich mal zum Kochen. Als erst, damit wir den Spargel kochen, das heißt, wir schälen den Spargel. Wichtig ist, man dort das obere Drittel lässt man frei oder man schält es nicht. Das untere wird geschält und unten wird abgeschnitten. Man legt es einfach so auf die Hand her und schält den Spargel da so durch. Wichtig ist ja, dass man nicht doppelt schält, sonst ist der gute Spargel weg. Wenn man das ein bisschen öfter macht, dann kriegt man ein bisschen Übung.
schneiden wir unter ein bisschen ab. Wir nehmen jetzt die Spargelschalen und kochen uns schon mal einen leichten Spargelsud. Die Butter, die brauchen wir für die Hollandaise, das heißt, den lassen wir jetzt zerlaufen. Ich habe jetzt da ein bisschen Salz, Pfeffer, Zucker, ein paar Gewürze haben wir da drin für den Spargelfond. So, das lassen wir ein bisschen aufkochen, das kann man schon vorher machen. Einfach einmal aufkochen lassen, ein bisschen ziehen lassen, dass das Spargelwasser schon ein bisschen Geschmack hat, wenn wir dann den Spargel rädern. Wir kochen dann den Spargel so, mei, das soll leicht ein bisschen knackig noch sein, ein bisschen leichten Biss. 8-10 Minuten so umgedreht. Dann nehmen wir den raus und mit dem Spargelfond kochen wir nächstes Mal dann eine Spargelsuppe. Und dann mal nicht wegschmeißen, sondern das ist ja wirklich was Tolles dann. Das sind übrigens Drillinge, das sind einfach neue Kartoffeln, kleine. Die habe ich schon mal vorgekocht, das ist keine große Kunst da. Die tun wir dann ein bisschen mit Petersilie und Butter, ein bisschen Salz, Pfeffer anschwitzen, dass die ein bisschen Geschmack kriegen. Das Wichtigste oder das Schwierigste an der ganzen Sache ist eigentlich die Hollandaise. Und bei der Hollandaise gibt es einfach ein paar Sachen, da muss man sauber arbeiten. Das muss mit der Temperatur passen, das erkläre ich dann, wenn ich es aufschlage. Und dann steht das Ding auch. Und wichtig ist auch, ich dachte, wenn man jetzt den Spargel zu Hause kocht, einfach kurz vorher den Spargel fertig machen und die Hollandaise vielleicht 10 Minuten vorher. Die soll an einem warmen Platz stehen, die soll so eine gute 40, 45 Grad Temperatur haben, das ist das Beste für die Hollandaise. Wenn man das richtig macht, dann funktioniert das auch. Wahrscheinlich wird es beim ersten Mal nicht ganz funktionieren, aber übermacht den Meister und dann klappt das schon mal. Für die Hollandaise wir dann die Eier trennen. Wir brauchen nur das Eigelb. Wir haben jetzt unsere 4 Eier. Ungefähr diese Menge von, was die 4 Eier gibt, geben wir auch einen Wein dazu. Ich gebe zum Beispiel ein bisschen Worcestersauce dazu. Einen Spritzer. Ein bisschen mehr Salz, Pfeffer, Zuckermischung. Ich liebe das. So. Und dann wird es aufgeschlagen. Bei mittlerer Hitze. Die Profis machen es über ein Wasserbad. Wenn man ein bisschen ein Gefühl dafür hat, muss man es nicht machen. Ich mache das Ganze mal auf meine Induktionsplatte. Wichtig ist, der muss fettfrei sein. Die Kasserole muss fettfrei sein. Und dann schlagen wir das auf hier. Der Butter ist komplett zerlaufen, das ziehe ich ein bisschen zurück. Gut. Ich mache das bei mir auf Stufe 4, das ist so eine mittlere Hitze. Ich sage, das dauert jetzt 3, 4, 5 Minuten. Wichtig ist, wenn das aufgeschlagen ist, ziehen wir es weg und dann ein bisschen kalt schlagen. Und dann schauen wir einfach, dass beides die gleiche Temperatur hat. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir eine wunderschöne Hollandaise. Langsam die Butter dazugeben und einfach weiterschlagen. Ideal, wenn beides etwa die gleiche Temperatur hat, dann bindet es am besten. Und wie gesagt, wir haben jetzt keine geklärte Butter, sondern nur zerlassene Butter. Das heißt, die Molke, das Fett ist alles drin, haben wir nicht mehr einen super schönen Geschmack. Sonst könnte man Oliven halt nicht mehr. Aber ein Holland ist eine Buttersoße. Und das soll auch nach Butter schmecken. So. Wichtig ist auch, ein Hollandaise darf ruhig ein bisschen dicker sein, damit die schön am Spargel wappen bleibt. In unsere Spargel gehen die rein. Wie gesagt, er soll einen leichten Bissen haben. Wie die Spaghetti, ein bisschen al dente. Die eine Menge ist ein bisschen weicher. Ich mag gerne ein bisschen ein knackiges Gemüse, ist immer gut. Das lassen wir jetzt so ziehen. Die Drillinge, die habe ich schon am Vortag gekocht. Kommen wir ganz warm rein. Geben wir ein bisschen Fett drauf. Ein Butter. Kartoffel dazu. Ein bisschen Gewürz dazu.
haben wir jetzt ein wunderschönes vegetarisches Gericht eigentlich. Wir müssen nur noch warten, bis der Spargel die richtige Konsistenz hat. Richten wir den schön an. Geben zum Schluss ein bisschen Petersilie über die Kartoffel. Ein Klecks von der hausgemachten Hollandaise. Essen ist fertig. So, wir richten jetzt unseren Spargel an. Ein bisschen Salatbouquet haben wir da schön. Die Kartoffel. Ein bisschen angebräunt. Petersilie drauf. Wunderbar. Holland, das steht wie eine Eins. Genauso wie ich es mag. Und dann haben wir einen wunderschönen Spargel. Wie ihr ja inzwischen wisst, ist die Kaindl-Küche in der Regel der letzte Beitrag aus der Snow Show. Das heißt, wir befinden uns schon wieder am Ende und es gibt von mir natürlich noch ein paar Worte zum Schluss. Zum einen nochmal zur Schnee- und Skilage, die es aktuell in den Bergen hat. Man kann eigentlich so ziemlich in jedem Skigebiet gut Ski fahren. Also hier in Kitzbühel, die Pisten sind absolut top in Schuss. Die Schneelage ist einwandfrei. Es funktioniert super, Skifahren zu gehen. Allerdings muss man auch sagen, und ich denke, man sieht es auch so ein bisschen hinter mir gerade, es ist nicht so viel Schnee gefallen, wie es fallen hätte können. Es sind durchschnittlich eher 2 Meter zu wenig. Es reicht absolut zum Skifahren, aber es ist nicht die Welt. Mal schauen, vielleicht kommt ja noch mal ein bisschen was runter. Vielleicht fällt noch die ein oder andere Flocke. Die Skilifte hier in Kitzbühel laufen bis 16. April, also bis nach Ostern sogar. Also ihr habt noch etliche Zeit, hier Skifahren zu gehen, aber wartet lieber nicht zu lange, weil man weiß, desto wärmer es wird, desto unschöner wird meistens auch der Schnee. Ab Mitte März könnt ihr euch hier für Kitzbühel sogar das Ticket direkt aufs Handy laden. Das heißt, ihr müsst auch nicht mehr großartig unten an der Kasse anstehen. Das macht die Geschichte noch einfacher und ist irgendwie auch ein bisschen im Zeichen der Zeit. Dann noch ein paar Worte zu den folgenden Events. Als nächstes steht an der Gardenissima Riesenslalom am 1. April. Das ist der größte Riesenslalom der Welt. Und im Anschluss gibt es das Electric Mountain Festival von 10. bis 14. April. Da treffen Beats, Begeisterung und Berge aufeinander und man kann quasi direkt von der Piste auf die Party starten und noch in Skischuhen aufs Festival gehen. Dann findet am 30. April das Top of the Mountains Closing in Ischgl statt mit Eros Ramazzotti. Zu guter Letzt möchte ich euch noch um einen kleinen Gefallen bitten, denn euer Feedback wäre tatsächlich sehr, sehr hilfreich für uns. Schreibt uns einfach in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht. Was gefällt euch an der Snow Show? Was gefällt euch vielleicht nicht so an der Snow Show? Habt ihr auch Ideen und Anregungen für uns? Kennt ihr da vielleicht ganz besondere Orte, die nicht so typisch sind, wo wir unbedingt hinfahren sollten, uns das Ganze anschauen sollen und vielleicht auch mit in die Snow Show aufnehmen sollten? Es wäre absolut traumhaft, wenn ihr uns da ein bisschen Feedback und ein bisschen Rückmeldung geben würdet. Von daher nehmt euch 2-3 Minütchen Zeit und schreibt uns einfach einen kurzen Text. Mit der Snow Show geht es dann weiter nach Ostern. Da gibt es dann die nächste und 5. Folge für diese Saison. Und ich möchte mich nochmal herzlich bei euch bedanken. Und wie ihr ja wisst, wir lieben Schnee, wir lieben Skifahren, denn wir sind Ich will Schnee.